Mein Name ist Helga Raspel und meine Hobbys sind blickdichte Blusen. Und ich hatte mir neulich, eine gekauft, eine Bluse für 1 Euro. Und dann, ja, bei Kick. Und dann kriegte ich schon so Hautkribbeln und alles. Und das heißt ja auch, Kick krieg ich Krätze. Nicht? Ah. Mensch, die Bluse war so toxisch, die hatte ich eine Woche in den Schrank, sind mir alle Motten weggestorben. Ja, das kannst du nicht gebrauchen. Ah. Mensch, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe das mal im Fernsehen gesehen, wenn so 1, 2, 3, 8 Lampen so direkt in so ein Gehirn einschlagen, das ist nicht gut für die Hypotenuse. Das macht Lampenfieber und alles. Ich bin eigentlich Vorstandssekretärin und schreibe den ganzen der Briefe für meinen Chef, ne? Weil er kann nicht schreiben. Er hat beide Hände voll zu tun. Er schnüffelt Klebstoff. Aber er ist sehr nett, ne? Er hat eine ganz tolle Frau, Barbara. Sie sieht so gut aus. Sie hat so ein schönes Hautbild, ne? Nun, einmal auf einer Betriebsfeier habe ich mich mal vorgewagt, habe ich gesagt, Frau Barbara, Sie haben so ein schönes Hautbild. Und dann hat sie mir ihr Geheimnis verraten. Sie trinkt jeden Morgen ihren Mittelstrahl. Ja, das habe ich auch gedacht. Und das Schlimmste ist, ihre Haare, ihre Nägel sind noch viel schöner. Ich möchte gar nicht wissen. Ja. Unmöglich, was sie da wohl alles einnimmt. Ah, Herr Pitschinski, Frau Barbara. Mensch, die haben mich letzten Sommer, haben sie mich mal mitgenommen an die See. Durfte ich mal mitfahren in den schicken Mercedes auf der Rückbank mit den Hunden. Sie haben so kleine Jagdhunde, Jack Russell, und die Tiere mögen mich irre leiden. Ich mach sie nicht so leiden, stinken wahnsinnig aus dem Maul raus, die Tiere. Ja, wenn die mich so anhüpfen und anhecheln, denke ich immer, ist das vorne? Mensch, die stinken so, als ob die sich selber verdauen. Das ist auch kein Wunder bei den Scheiß, was die fressen. Das schmeckt gar nicht ohne Parmesan, ne? Mensch, was hab ich Briefe getippt dies Jahr? Und hab ich die Kündigung alle verteilt in der Werkhalle? Da bin ich ganz alleine mit meinem Chef. Ich muss mal stören. Sie erinnern mich an einen Ex-Kollegen, den Herrn Herbert. Ja, den haben Sie ja rausgeschmissen wegen mangelndem Desinteresse damals, ne? Ja, Sie sehen ihm so ein bisschen ähnlich. Und er kam mal im Büro rein, ne? Und dann sagte ich noch, Herr Herbert, haben Sie sich heute die Haare mit Apfelshampoo gewaschen? Und er sagte noch, riechen Sie das? Sieht man das? Und ich sagte, nein, Sie haben Fruchtfliegen in Schritt. Ne? Hm. Ja. Aber Ihr Apfelshampoo ist heute alle, mein Glück, ne? Und ich hatte so einen tollen Bekannten in der Werkhalle damals, den Piet, ne? Das war ein toller. Der sagte damals mal zu mir, sagte Helga, der duzte mich. Das war aber Absicht. Ich meine, wir kannten uns besser. Wir hatten so eine anatolische Freundschaft, wie das heißt, ne? Ja, das fing mal an in der Mittagspause mit platonischen Analsex. Auf dem Kopierer, ne? Und er sagte damals, Mensch, Helga, du warst früher so eine scheue Archivbluse. Und nun bist du Vorstandssekretärin. Wie kann das eigentlich sein? Hast du dich wo hochgegrätscht? Und ich sag, Mensch, ich hab mich nicht hochgegrätscht. Ich hätte mich aber hochgegrätscht. Mich hat ja keiner gefragt. Ich musste mich durch harte Arbeit nach oben dienen und alles. Durch diese Excel-Tabellen und alles. Kann ich nicht leiden, das Programm. Ne? Stürzt mir immer ab. Und dann denke ich immer, Helge, ich meine, ich duz mich so im Denken. Ne? Denke immer, Helge, jetzt bricht dir wieder der Excel-Schweiß aus. Ja. Mensch. Naja, ich mach auch mal einen Scherz, wenn einer lacht, macht das ja auch Spaß, ne? Ich habe ja keine Kollegen mehr, das ist so langweilig. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht selber sexuell belästige. Ja, das ist so langweilig im Büro. Ich loch jetzt alles durch.
Ich habe dies Jahr meinen Pferdekalender bis Dezember alle Augen rausgelocht. Und im Dezember ist eine ganze Herde drauf, ne? Ja. Ich habe ja nur noch meinen Pioti-Kaktus im Büro. Ne? Ich spreche ja mit Pflanzen, ist mir auch nicht peinlich. Er spricht auch mit mir, aber ich kann kein Spanisch. Ne? Ach, mit der Arme. Er hat es auch nicht leicht gehabt. Seine Mutter ist früh vertrocknet. Ne? Neulich ist mir ein Schluck Kaffee in ihn reingekippt, hat den ganzen Tag gezittert auf der Heizung. Und er sagte, Donde está la baño? Ich sage, Mensch, du weißt doch, dass ich kein Spanisch kann. Das ist sozusagen eine Lose-Lose-Situation hier für uns beide, ne? Das ist Englisch, das hab ich von einem Liebhaber, ne? Das heißt, macht nichts, für mich wäre auch schön. Ah. Wenn ich daran denke, werde ich ganz sentimental. Das habe ich eigentlich nur beim Papierstau sonst, ne? Gleich kommt der Moderator, wie der Herr Herrmann. Mensch, das sieht so toll aus, groß, gut gebaut, so gepflegt, Mensch. Ja, erinnert mich immer an meinen ersten Mann aus dem Online, wie sagt man, aus dem Internet. War auch so ein gepflegter, so gut gebaut und alles. Der war leider nur so behaart, ne? Das mache ich ja nicht so leiden, wegen der Fusselei und allem. Aber der war so behaart, den haben die gleich auf unseren ersten Waldspaziergang erschossen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Helge.